Saßen Sie schon mal am Flughafen und mussten warten? Nicht auf die gebuchte Abflugzeit, sondern auf die Information, wann das Flugzeug überhaupt wird starten können? Vielleicht hat das Wetter oder eine zu entschärfende Weltkriegsbombe zu dieser Verzögerung geführt. Da freut man sich auf den Urlaub und plötzlich sitzt man fest. Muss länger warten als geplant. Ja, man weiß nicht einmal, wann es tatsächlich weitergehen wird. Warten müssen wir immer wieder im Leben. Auf den Bus, auf Freunde, die sich verspätet haben, auf die Diagnose, auf den Impftermin, auf das Ende der Pandemie. Mögen Sie gerne warten? Wie verbringen Sie die Wartezeit? Macht es Sie nervös, nicht genau zu wissen, was kommt und wann es kommt? Unsere Fähigkeit und Geduld zu warten ist unterschiedlich ausgeprägt. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, worauf ich warte und wie lange es dauert. Das Warten auf Weihnachten, das mit einem Adventskalender, Plätzchen und stimmungsvoller Musik versüßt wird, ist ein schönes Warten voller Vorfreude. Das Warten auf eine Diagnose dagegen kann quälend sein. Wird das Ergebnis mich erleichtern oder niederschmettern? Ach, wenn ich doch wenigstens endlich Gewissheit hätte. Dauert das Warten auf den Freund zu lange, kann Vorfreude in eine Mischung aus Ärger und Sorge umschlagen. So oder so, richtig Spaß macht Warten selten. Der Sonntag ex Audi ist der Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Bevor Jesus an Himmelfahrt zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrte, schärfte er den Jüngern ein: Verlasst Jerusalem nicht, wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Und dann waren sie allein und wussten nur, dass sie warten sollten und worauf sie warten sollten, auf den Heiligen Geist. Aber wann der kommen würde, das wussten sie nicht. Eine Zeit, in der Jesus nicht mehr leiblich bei ihnen war, auch nicht als Auferstandener, aber auch noch nicht den Heiligen Geist gesandt hatte. Wir wissen heute, dass es eine Zwischenzeit, eine Wartezeit von 10 Tagen war. Die Jüngerinnen und Jünger aber wussten es nicht, wie lange sie würden warten müssen. Trotzdem scheinen sie nicht nervös oder unsicher gewesen zu sein. Ich denke, sie waren in einer freudigen Erwartungshaltung. In der Bibel wird uns erzählt, dass sie sich zum Gebet trafen, Gott lobten und einen neuen 12. Apostel wählten, als Ersatz für Judas, der sich das Leben genommen hatte, nachdem ihm die Konsequenzen seines Verrats bewusst geworden waren. Sie nutzten diese Wartezeit, um Revue passieren zu lassen, was sie mit Jesus erlebt haben. Von der gemeinsamen Zeit in Galiläa über den Weg ans Kreuz und die Grablegung bis hin zum leeren Grab und den Begegnungen mit dem Auferstandenen. All das wollte sicher auch emotional verarbeitet und sortiert werden. Sie beteten, lobten Gott und sammelten Kraft für den großen Auftrag, der vor ihnen lag. Diese 10 Tage des Wartens waren Zeit der Besinnung, eine Pause, die Gott ihnen schenkte. Vielleicht kann ich das von ihnen lernen. In der Wartezeit gespannt zu sein auf das, was Gott noch vorhat. An der roten Ampel oder in der Warteschlange nicht nervös zu werden, sondern die Zeit zu nutzen, einmal durchzuatmen. Statt die Zeit mit dem Handy zu vertreiben, zu beten oder die Gedanken auf das zu richten, was mich dankbar macht. In Situationen des Wartens und der Ungewissheit können die Worte aus dem Psalm dieses Sonntags helfen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht. Und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils. Harre des Herrn,
sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Amen.